Hallo, ich bin Johanna Lichtenberg, die Mobilitätsbeauftragte der Stadt Bremerhaven. Ich freue mich sehr, dass wir heute die erste rollende Pressekonferenz in Bremerhaven auf die Räder gebracht haben. Ja, die Hochschule Bremerhaven bietet den Hochschulangehörigen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche einen Fahrradchecktag an. Dafür nutzen wir unsere Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt Bikebox. Ich bin von der Erlebnis Bremerhaven. Wir sind unter anderem auch Aussteller bei der Mobilitätswoche. Wir beschäftigen uns vor allem natürlich auch mit Nachhaltigkeit und Mobilität, dass die Touristen, Einwohner, was auch immer zu uns kommen und halt natürlich Fahrräder nutzen. Und vor allem auch barrierefreie Fahrräder. Ich bin Irina Levin, ich bin Sprecherin der Ortsgruppe von Fuß e.V. An der Europäischen Mobilitätswoche nehme ich teil, weil ich den Leuten zeigen will, wie gut es tut, zu Fuß unterwegs zu sein, spazieren zu gehen, zu wandern, wie das entspannt, wie gesund das ist, was man alles dabei erleben kann, was man sehen kann. Die Mobilitätswoche findet statt vom 16. bis 22. September.